Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hermann und ich entführe euch mal wieder in meine Welt. Ich bin hier noch in Bremen, park gerade hier vor dem CCB, also dem Kongresszentrum von Bremen. Dort werde ich nämlich nach Lissabon holen und habe noch ein paar Stunden Zeit. Darum werde ich mir ein bisschen Bremen anschauen und dann nehme ich euch einfach mit. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Entschieden habe ich mich für eine Runde durch den Bürgerpark, der direkt am CCB liegt. Der Bürgerpark und der Stadtwald sind zusammen mehr als 200 Hektar und ist die zweitgrößte Grünanlage der Hansestadt. Der Park entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als klassischer Volksgarten mit Seen, Kaffeehäusern und Liegewiesen. Nach 1900 wurde nördlich davon der rund 65 Hektar große Stadtwald angelegt. Im Bürgerpark stehen zwei Luftschutzbunker, die für die Öffentlichkeit zumindest in der zweiten Hälfte des Zweiten Weltkrieges nur noch sehr eingeschränkt zur Verfügung standen. In dem Bunker B-31 zog zum Schutz vor Luftangriffen die Wehrmachtskommandantur und weitere militärische Dienststellen. Der Bunker B-32 trug allgemein die Bezeichnung Regierungsbunker. Hier hatte die NS-Kreisleitung, der Bürgermeister und der Polizeipräsident Räumlichkeiten für sich beansprucht. Man findet neben zahlreichen teilweise mehr als 130 Jahre alten Skulpturen und Denkmäler mehrere denkmalgeschützte Gebäude. Bis heute erfolgt die Unterhaltung ohne Regelfinanzierung aus öffentlicher Kasse durch den Bürgerparkverein, der sich ausschließlich durch Beiträge und Spenden trägt. Eine sehr wichtige Einnahmequelle ist die seit 1953 jährlich vom Anfang Februar bis in den Mai veranstaltete Bürgerpark-Tombola. Dem Besucher bieten sich unterschiedliche Attraktionen wie Tiergehege, ein Bootsverleih, eine Finnbahn, Leerfahrten sowie Minigolf- und Poolplätze zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Mit 4 Restaurationsbetrieben, dem Parkhotel Emma am See, die Meierei und die Waldbühne bietet der Stadtpark ein vielfältiges Angebot der unterschiedlichsten Ausrichtung. Das war jetzt meine Runde durch den Bürgerpark in Bremen. Sie war ungefähr 6,5 Kilometer lang und wunderschön. Die Strecke kann natürlich kombiniert werden, weil eine ganze Menge verzweigte Wege in dem Bürgerpark sind. Und es gibt auch einige schöne Orte dort zu sehen. Es ist auch wahrscheinlich in der Hauptsaison gibt es auch ein Fahrgastschiff, was durch den Fluss da unten, also durch die kleinen Kanäle, noch führt. Ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen. Und seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Schreibt auch gerne einen Kommentar unten rein. Und wer natürlich neu ist hier, lasst auch gerne ein Abo da. Denn heißt es für mich nur noch zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.